Hallo Susi. Ja, pass auf. Nee, ist gerade schlecht. Ich muss noch eine Pizza Romantik ausliefern. Ja, ich rufe dich gleich zurück, ja? Ich muss erst mal gucken. Ich habe noch einen Weg. Ja, bis gleich. Ciao, ciao. Nee, im Hinterhof. Hof 1, Hof 2. Oh Gott. Gib mir das Geld! Gib mir das Geld! Portemonnaie, sofort! Ganz ruhig mit, ich geb dir alles, was Schlüssel, du willst! Schlüssel! Du bleibst hier! Du hältst deine Schnauze und bleibst hier! Das ist eine ruhige Nacht, ja? Oh, bist ja. Du die? Ja. Pizza, Tante? Was eigenartig, ne? Ja, ist irgendwas stimmt da nicht. Ja. Hallo? Hallo? Oh, hallo. Was ist denn los? Gut, dass Sie hier sind. Ich wurde gerade überfallen. Das ist alles okay, weg. Okay, gut. Beruhigen Sie sich. Ich soll sagen, fangen wir mal ganz von vorne an. Wie heißen Sie denn überhaupt? Tanja Meurer. Tanja Meurer, gut. Und jetzt erzählen Sie von ganz in Ruhe von Anfang an, was denn passiert ist. Ich sollte hier eine Pizza ausliefern und bin ich in den Hof und hat mich am Arm gepackt und stand auf einmal einer vor mir, der hat mir alles abgenommen, was ich dabei hatte. Ich hab mich so erschrocken. Ich habe dem natürlich alles gegeben. Gut, war es denn ein Täter oder waren es mehrere? Einer. Einer, gut. Können Sie den denn vielleicht auch beschreiben? 1,80 groß, Camouflagejacke, Sturmhaube drauf, keine Ahnung, Messer. Gut, noch irgendwas? Alter, irgendwelche Besonderheiten? Ist er gehinkt oder sonst irgendwas? Nein, keine Ahnung. Was wurde Ihnen denn weggenommen? Portemonnaie, Handy, Schlüssel. Das Auto hat er auch mitgenommen und da waren auch die Tageseinnahmen drin. Moment, die Tageseinnahmen haben Sie mit im Auto mit rumgefahren, ja? Verstehe ich das richtig? Ja. Also seien Sie mir nicht böse, aber das ist ein bisschen grob fahrlässig, oder? Nein, ich bringe jeden Abend weg. Ich war abgeschlossen, war mein letzter Weg. Auf dem Rückweg hätte ich die schnell reingebracht. Gut, okay. Sagen Sie, wie ist denn das Kennzeichen von dem Fahrzeug? Und das, können Sie mir das Fahrzeug beschreiben? Nee, weiß ich auch nicht. Das war das Pizza-Auto von der Pizzeria Cannizzaro. Das ist nicht meins. Cannizzaro, gut. Die Farbe von dem Fahrzeug war? Weiß. Weiß, gut. Ja. Und Cannizzaro stand auch dran, oder was? Genau, steht dran. Gut. Genau. Und die Inhaber der Pizzeria, denen gehört auch das Auto? Richtig, okay. Genau. Chefin heißt Antonia. Antonia, gut. Ich frag mal nach, ne? Genau. Ihnen geht's erstmal soweit gut? Ja? Körperlich in Ordnung soweit, ja? Er hat mich nur am Arm gepackt. Wem haben Sie denn jetzt geliefert zum Schluss? Ja, das ist hier die Adresse, aber da stand jetzt nur Hinterhof, dass da jemand wartet. Das ist jetzt auch nicht so. Kein Name. Kein Name weiter drauf. Wer war denn letzter Anrufer? Weiß ich nicht, ich fahre nur aus, aber wüssten die denn vielleicht an der Pizzeria? Okay, sonst hätten wir jetzt hier befragt, aber okay. Das sind ein paar Daten zu wenig zum Ermitteln. Ja. Wir schicken die erste Fahndung raus, Sie fahren jetzt mit uns mit, ja? Mhm. Sammeln Sie mal Ihren Kram. Ja. Dann steigen Sie mal bei mir ein. Wir fahren mal rüber zur Pizzeria. 20 Minuten später läuft die Fahndung nach dem gestohlenen Auto bereits auf Hochtouren. Die Polizeibeamten haben Antonia Cannizzaro und ihre Tochter Sara vor der geschlossenen Pizzeria abgefangen, als die beiden gerade nach Hause wollten. Die Inhaberin ist schockiert, dass ihre Mitarbeiterin Tanja Meurer Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls geworden ist. Da fällt mir noch was ein, Frau Cannizzaro, und zwar, ich habe noch gar nicht gefragt, wie viel Geld in der Geldbombe war. 715 Euro waren da drin. 715 ja. Euro, gut, okay, das ist wichtig. Ja. Und bitte beim Telefonat, die Stimme, kannten Sie die vielleicht? Ein Altkunde oder irgendwas dergleichen? Nee, also meine Tochter war am Telefon. Ne? Mhm. Also, Sagen Sie, könnte ich vielleicht das Telefon noch mal kurz sehen? Gerne, also wir können es gerne holen, ne? Ja, können Sie gerade mit? Ja. Sie waren am Telefon. Genau, ja. Haben Sie irgendwas erkannt? Ich kann mich an nichts erinnern, außer dass es eine männliche Stimme war. Gut, kommen zu viele Telefonate rein, ne? Ja. Wir schauen mal drauf, vielleicht haben wir eine Nummer. Genau. Ja, tut mir leid, haben wir ein Problem. Das ist ein unbekannter Teilnehmer, der hat seine Nummer unterdrückt. Ja, klar. Da kommen wir nicht ran. Gut, sagen Sie, Frau Cannizzaro, kann es denn eventuell sein, dass jemand wusste, dass Frau Meurer die Geldkassette einwerfen wollte? Nee, eigentlich nicht. Also nur wir drei wissen davon Bescheid. Ne? Mhm. Ansonsten niemand. Ganz sicher? Ganz sicher, auf jeden Fall. Ne? Dann können wir auch erstmal vorerst hier nichts machen. Mhm. Frau Meurer, Sie bekommen auf jeden Fall nochmal Post von uns gesondert. Da können Sie nochmal alles ganz in Ruhe runterschreiben, falls Ihnen noch was einfällt, weil Sie jetzt noch ein bisschen vielleicht unter Schock stehen oder so. Ansonsten würde ich sagen, fällt mir jetzt nicht mehr ein, was wir Ihnen jetzt noch weiterhelfen können. Gehen Sie nochmal in sich, versuchen Sie nochmal alles zu rekapitulieren. Wir haben aber soweit jetzt alles. Oder hast du noch was?
Anrufen, wenn was ist. Ne? Ja. Okay, danke schön. Nichtsdestotrotz noch einen angenehmen Abend, ja? Okay, danke schön. Wiedersehen. Ja. Wiedersehen. Ciao. Du, Tanja, wie geht's dir jetzt so eigentlich? Gar nicht gut. Ich will einfach nur noch nach Hause in mein Bett. Ich habe aber doch noch eine ganz wichtige Frage. Könnte es vielleicht sein, dass du mit jemandem darüber gesprochen hast, dass du das Geld abends zur Bank bringst? Vielleicht einen Bekannten oder Familie oder Freunde oder einen Stammgast oder irgendwas? Nee, ich habe das keinem gesagt. Aber da wäre ich auch schön blöd, da kann ich mir gleich ein Schild umhängen, dass ich einen riesen Berg Kohle in der Tasche habe. Ja gut, ich verstehe es. Man kann sich ja mal so versprechen. Bist du dir ganz sicher so? Ja, ich bin mir sicher. Und bitte sei mir nicht böse, aber ich will jetzt nach Hause. Ich nehme die S-Bahn. Ja, wir sehen uns morgen. Ich könnte dich nach Hause fahren. Nein, nein, ist schon in Ordnung. Ich nehme die S-Bahn. Oder soll Sarah nachkommen, nein, und nachgucken? Ganz und so? Lieb, wir sehen, nein, uns morgen. Ich nehme die S-Bahn. Ciao. Okay. Ciao, Tanja. Ciao, ciao. Ehrlich gesagt bin ich mir nicht ganz sicher. Gott, aber ich glaube, ich habe Klaus, meinem Ex, mal davon erzählt, dass ich die Tageseinnahmen der Pizzeria immer zur Bank fahre. Ja, aber zum Glück treffe ich morgen meine Anwältin, weil Klaus mir eh noch Miete schuldet. Und dann kann ich sie gleich mal fragen, was ich jetzt wegen dieser Sache machen soll. Hold the blindfold down, so your eyes can't see. Now run as fast as you can. Als Anwältin Helga Nachtigall sich am nächsten Tag mit Tanja trifft, ahnt sie noch nichts von dem Übergriff auf ihre Mandantin. Hallo! Frau Nachtigall! Das ist ja toll, dass es so schnell geklappt hat. Ja, danke, dass Sie auch Zeit haben. Ich muss Ihnen ganz dringend was erzählen. Nee, jetzt hören Sie... Nein, mir ist gestern total was Gruseliges passiert. Jetzt hören Sie erst mal zu. Also die Gerichtsverhandlung, die in 3 Tagen stattfindet, die werden wir wirklich gewinnen. Ja, das Amtsgericht wird Ihnen die Mietschulden, die Sie von Herrn Bohle kriegen, zusprechen. Also die 1200 Euro sind Ihre. Hm? Ja, so. Das ist ja auch ganz toll. Dankeschön. Ja, aber nun freuen Sie sich doch mal ein bisschen drüber. Ich habe mich so aus dem Fenster gelehnt. Ja, Frau Nachtigall, ich versuche Ihnen die ganze Zeit was zu sagen. Ja, dann los. Ich wurde gestern überfallen. Um Gottes Willen. Ja, als ich Pizza ausliefern war. Warum da stand sagen Sie das dann nicht gleich? Ja, das wollte ich Ihnen die ganze Zeit schon sagen. Also, als ich Pizza ausliefern war, stand auf einmal ein Typ vor mir mit einer Maske und einem Messer und hat mich bedroht. Und er hat die ganzen Tageseinnahmen mitgenommen, die ich zur Bank fahren sollte. Gottes Willen. Ja, und dann hat er mir auch noch mein Handy abgenommen und das Pizza-Auto hat er auch noch geklaut. Ja, und weiter? Und haben Sie den erkannt oder wissen Sie, wer das ist? Nein, ich habe ihn nicht erkannt, es war ja dunkel. Mir ist ja zum Glück auch nichts passiert, aber ich habe trotzdem die ganze Nacht wachgelegen, weil eigentlich... Also eigentlich ist es so, dass nur meine Chefin, ihre Tochter und ich davon weiß, dass ich immer die Einnahmen wegbringe abends. Ja, nun habe ich aber, als ich mit Klaus zusammen war, ihm mal davon erzählt, weil ich war so stolz, dass sie mir das anvertraut hat. Ja, verstehe. Aber ich meine, Klaus Bohle als ihren ehemaligen Lebensgefährten, den hätten Sie ja erkannt. An der Statur oder an der Stimme oder so. Ja, die Statur hat gepasst, die Größe auch, aber die Stimme nicht. Also, aber die kann er auch verstellt haben, ne? Ja, gut. Ja, also wie gesagt, Geldmotiv hat er, weil er einfach auch Geldschulden hat. Also ich denke mal, ich sag mal, meinen Termin, den ich jetzt habe, den sage ich jetzt ab. Und wir kümmern uns vielleicht mal um Herrn Bohle, und zwar jetzt gleich. Weil der hat ein Motiv und ich denke, das wäre ganz wichtig, mit ihm mal zu sprechen. Okay, wenn das so plötzlich geht, dann ist... Ja, ich sag den Termin ab. Okay. So ein Überfall ist ja wirklich eine schlimme Sache und das wünscht man niemandem. Und deshalb sollten wir uns den Herrn Bohle mal richtig vornehmen. Vielleicht ist er ja der Täter, denn Frau Meurer muss wieder richtig schlafen können. Aus den Gerichtsunterlagen kennt Rechtsanwältin Helga Nachtigall die Meldeadresse von Tanjas Ex-Freund. Die beiden Frauen wollen Klaus Bohle, der bei seiner neuen Freundin Susi Krämer untergekommen ist, mit ihrem Verdacht konfrontieren. Guten Tag, wir wollten zu Herrn Bohle, bitte. Hallo, Schatzi. Deine Ex-Freundin ist da. Wie meine Ex-Freundin? Was machst du hier? Was willst du hier? Guten Tag, Herr Bohle. Guten Tag, ich fahre mal gleich mit der Tür ins Haus. Wo waren Sie denn gestern Abend zwischen 22 und 23 Uhr? Hat das irgendwas jetzt hier mit diesen Mietsachen zu tun oder sonst irgendwas? Ja, nicht ganz mit den Mietsachen. Das war nämlich genau der Zeitraum, in dem gestern Abend Frau Meurer überfallen und ausgeraubt wurde. Was sagen Sie denn dazu? Und Sie glauben jetzt, dass ich das war, oder was? Naja, schöner Bullshit. Herr Bulle, jetzt mal
Butter bei die Fische. Sie hatten ja wohl einen Grund dafür eventuell, denn Sie hatten ja vielleicht ein Motiv. Sie haben Geldsorgen, Sie müssen hier 3 Mieten nachzahlen. Mhm. Das sind 1200 Euro, ist ja nicht gerade wenig. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass Sie das gewesen sein könnten. Also ich muss gar nichts zahlen, da fängt es schon mal an. Ja. Das Gericht wird Ihnen was anderes sagen. Du musst wohl was zahlen. Ich habe dich rausgeschmissen und du warst mir noch Mietschulden schuldig. Und ich habe dich mit der erwischt, wie du in meinem Bett rumgevögelt hast. Ja, schöne dumme Tanja, ist bitte ausfahren, ne? Geld verdienen. Ist, geil, ne? Ist gut, ja. ist gut. Unglaublich. Lassen Sie gut sein. Lassen Sie du gut brauchst sein. Gar nicht so dämlich. Also, wie schon gesagt, ich war mit meiner Freundin gestern gegen diese Zeit in der Bar. Ja, wir haben gestern schön was getrunken und ich brauche ganz sicher nicht dein Geld oder sonst irgendwas. Fakt ist eins, ich glaube Ihnen, Sie sind ein absoluter Ehrenmann, Sie haben gar nichts gemacht. Wir werden das sehen, wir werden das Alibi überprüfen und tschüss. Tschüss, schönen Tag noch. Viel Spaß beim Prüfen. Jetzt sind wir ja mit dem Herrn Bohle nicht sehr viel weitergekommen. Der hat uns einen ganz schönen Bären aufgebunden. Als Anwalt bekommt man dafür sehr wohl ein Gespür, ob einer die Wahrheit sagt oder auch nicht. Ich werde das Alibi jetzt überprüfen und notfalls auch noch die Polizei einschalten. Smash, smash, Nach dem Gespräch mit Klaus Bohle hat die Anwältin sich von ihm telefonisch noch die Adresse der Bar geben lassen, um sein Alibi zu überprüfen. Währenddessen macht sich Tanja auf den Weg in die Pizzeria, um ihre Schicht anzutreten. Inhaberin Antonia trifft gerade die letzten Vorbereitungen, bevor die Pizzeria geöffnet wird. Tochter Sarah verbringt die Zeit lieber mit ihrem Freund Kai Michalke, als ihrer Mutter zur Hand zu gehen. Komm, hilf mir mal bitte. Die Gäste kommen gleich. Ich hab keinen Bock. Sarah! Komm. Avanti. Und Mama, warum darf ich keine Ausbildung machen? Im Reisebüro oder im Hotel oder so? Sarah, dieses Thema hat man schon öfters. Ich brauche jetzt deine Hilfe. Seit Papas Tod mache ich hier alles alleine. Soll hier alles den Bach runtergehen. Komm jetzt, auf. Vieni. Ich hab keine Lust. Ach, dieses Kind. Mama, komm mal her. Sarah, ich habe jetzt keine Zeit für sowas, ja? Schau mal hier. Oh, dieses Kind. Das ist unser geklautes Pizza-Auto. Schau mal. Siehst du das? Was ist das? Ja, ist richtig. Da steht sogar unser, guck mal hier, unser Zeichen, unser ja, Logo. Unser Sticker, genau. Ja. Und hier drüber steht, bei Kaufinteresse bitte mailen an Tanja. Meura93@sfx.com. Tatsächlich. Hi. Wunderschönen guten Tag. Ich bin fast unser Auto. Ich will das im Internet verkaufen. Hey, ist alles okay? Nee. Was ist denn los? Ist nicht alles okay. Nein, Tanja, erklär mir das mal bitte. Da steht unser Auto, unser Pizza-Auto, das gestohlene, steht hier im Internet mit deinem Namen. Was? Ja. Ja, ja. Nee, das weiß ich nicht. Wo kommt denn das her? Ja. Ich habe damit nichts zu tun, das glaubst du doch wohl nicht. Also ich kann es mir zwar nicht vorstellen, richtig, aber ich werde jetzt zur Polizei gehen. Nein. Hier steht es schwarz auf weiß mit deinem Namen. Und ich bitte dich jetzt auch, dass du jetzt gehst. Was? Nein, wir müssen erstmal Abstand halten, weil Antonia, sobald keine Klarheit da ist, kann ich mit dir nicht arbeiten. Ich bin jetzt momentan, bitte. Ja, ist gut. Bitte. Dann gehe ich. Ja, aber du sollst wissen, dass ich das nicht gemacht habe, ne? Ich kann echt nicht fassen, dass Antonia auch nur eine Sekunde glaubt, dass ich was damit zu tun habe. Ich muss unbedingt zu meiner Anwältin und ihr davon erzählen. Die muss mir helfen, zu beweisen, dass ich unschuldig bin. Ich meine, ich brauche meinen Job und ich kann doch nicht mehr als Friseurin arbeiten wegen dieser Färbemittelallergie. Von irgendwas muss ich doch leben. Take me down to the river bend. Nach dem überraschenden Rauswurf hat Tanja sofort ihre Anwältin um Hilfe gebeten. Am nächsten Morgen hat sich die 23-Jährige mit Helga Nachtigall vor der Pizzeria verabredet. Tanja geht es nicht nur um ihren Job. Sie will die Unterstellungen ihrer Chefin und Freundin nicht auf sich sitzen lassen. Die Rechtsanwältin glaubt an Tanjas Unschuld und will helfen, zwischen den zerstrittenen Parteien zu vermitteln. Hallo Antonia. Oh, Tanja, ich habe keine Zeit. Und was soll das jetzt hier? Ich habe zu tun. Mann, ich will noch mal mit dir reden und ich habe heute meine Anwältin dabei. Anwältin? Was soll das mit der Anwältin? Ja. Rechtsanwältin Nachtigall. Buongiorno. Buongiorno, Frau Cannizzaro. Ja. Wissen Sie, ich bin deshalb eigentlich da, wollte kurz mit Ihnen darüber reden, dass Sie meine Mandantin ja sozusagen in Zwangsurlaub geschickt haben, obwohl sie das Opfer ist und nicht der Täter. Und solange sie nicht verurteilt wurde als Täterin, dann ist sie immer noch unschuldig und Sie können die deutschen Gesetze nicht einfach so
so außer Kraft setzen. Ich habe meine Gründe, wieso ich sie in den Zwangsurlaub geschickt habe. Und sie weiß auch, dass sie die Verkaufsanzeige im Internet reingestellt hat mit ihrer E-Mail-Adresse. Das kommt auch noch dazu. Ich habe was gefunden. Ja. Guck mal, ich habe zu Hause unseren Pizza-Flyer gesehen. Mhm. Und da ist genau das Foto drauf, was in der Anzeige ist. Vielleicht hat das doch jemand kopiert und eingestellt. Ja, aber es steht deine E-Mail-Adresse und Tanja Meurer und so weiter und so fort. Aber die E-Mail-Adresse, Frau Kanisauer, kann ja nun jeder da eingesetzt haben. Selbst Sie, Entschuldigung. Aber bitte? Ja. Also was unterstellen Sie mir? Das ist ganz schön dreist. Sie kommen hierher und nee. Stellen mich noch hier irgendwo als was weiß ich was hin. Das geht also gar nicht. Sie sind doch sicherlich versichert. Also davon gehe ich jetzt mal aus. Und Sie bekommen von der Versicherung sicherlich eine hübsche Summe für das gestohlene Auto. Richtig? Sag mal, wollen Sie mir jetzt hier unterstellen, dass ich jetzt die Kriminelle hier bin? Frau Kanisauer, Sie hatten, soweit ich das hier geprüft habe, vor längerer Zeit hatten Sie hier einen Brand in Ihrer Pizzeria. Ja. Und da ist auch die Versicherung eingetreten, ohne bisher zu wissen, was die Ursache für den Brand war. Und da hat auch die Versicherung gezahlt. Und Sie haben damit... Nein, Antonia, bitte sei nicht sauer. Nein, das ist so nicht gemeint. Nur du siehst doch, wie schnell man verdächtigt werden kann. Ich verdächtige dich nicht oder sehe dich nicht als Kriminelle, aber man wird schnell verdächtigt und war es gar nicht. So wie ich jetzt. Die E-Mail-Adresse steht schwarz auf weiß im Internet. Ich gehe zur Polizei, lass es klären mit dem Raub, mit dem gestohlenen Auto und ich möchte jetzt hier meine Ruhe haben und ich habe zu tun, bitte. Frau Kanisauer, ich verstehe Sie völlig. Wir würden unsererseits dann auch Strafanzeige stellen, natürlich gegen Unbekannt, wegen Verleumdung und wegen des Verdachts der Hehlerei. Also ich denke, dann können wir auf diese Art und Weise das doch klären. Hm? Gut. Machen wir das so. Ich habe zu tun. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Und kommen Sie, arrivederci. Kommen Sie, Frau Meurer. Nach dem Gespräch hatte ich natürlich gehofft, dass die Chefin meiner Mandantin den Pizzabotenjob zurückgibt. Da habe ich allerdings auf Granit gebissen. Es geht jetzt darum, den wirklichen Täter zu finden. Und ich werde das zweifelhafte Alibi von dem Herrn Bohle noch mal überprüfen und danach Anzeige bei der Polizei erstatten. Am frühen Abend sucht Rechtsanwältin Helga Nachtigall die Szenebar in Berlin-Kreuzberg auf, um dem Alibi des Verdächtigen Klaus Bohle auf den Grund zu gehen. War der 29-Jährige am Tatabend tatsächlich gemeinsam mit seiner neuen Freundin hier? Oder hat Susi, die in der Bar arbeitet, für ihren Freund gelogen? Raus mit dir, raus, raus! Du bist draußen, du hast Hausverbot. Gottes Willen. Sie arbeiten hier, nehme ich an. Ich bin ja Türsteher jeden Tag. Ja. Ja, das hat man jetzt gerade gesehen. Oh Gott. Sagen Sie bitte, und die Susi Krämer, die arbeitet auch hier. Die müssten Sie ja dann kennen. Wer sind Sie denn? Entschuldigung, ich bin Rechtsanwältin Nachtigall. Ich versuche, eine Sache zu klären. Und dabei könnten Sie mir sehr helfen. Ja, lachen Sie ruhig. Kein Problem. Also, Susi Krämer kennen Sie und die arbeitet hier. Ja, ist meine Bardame. Ist die Bardame. Und die war vor 2 Tagen, hat die auch gearbeitet? Ja, vor 2 Tagen. Ich war ja auch hier. Ich bin auch immer hier. Klar, natürlich. Sie sind auch immer hier. Gut. Würde ich Ihnen ganz gerne mal ein Bild zeigen. Und wenn Sie mir dazu was sagen können, wäre das ganz schön. Kennen Sie den jungen Mann? Weiß nicht so ganz. Nee. Der war an einem Raubüberfall beteiligt und mit Waffe eventuell sogar. Sagt Ihnen gar nicht. Sie haben jetzt ein Schweigegelübde abgelegt? Naja, nicht in der Kirche direkt, aber nee. Also. Gut, ich kann auch die Polizei holen. Nee, aber Polizei, lassen Sie mal, das ist nicht so gut hier. Ist nicht gut fürs Geschäft. So. Gut, dann gucken Sie noch mal auf das Bild. Ja, dämmert mal wieder. Das ist ja Klaus Bohle. Richtig, das ist der Macker von der Susi. Na bitte, geht doch. Also, okay, und der war vor 2 Tagen auch hier eventuell? Nee, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, der war bestimmt 3 Wochen bestimmt nicht hier oder so. Also zu 1000% kann ich Ihnen jetzt sagen. Aha, Sie haben mir sehr geholfen. Vielen Dank. Ja, bitteschön. Kommen Sie noch rein, trinken Sie noch hin. Nee, ist mir zu früh. Vielen Dank. Ja? Das nächste Mal. Okay. Danke. Tschüss. Der Klaus Bohle hat mich doch tatsächlich angelogen. Und seine Freundin, die Susi Krämer, hat dieses falsche Alibi auch noch bestätigt. Also wenn das nicht für eine Hausdurchsuchung und für eine ordentliche Vernehmung reicht, na dann weiß ich auch nicht. Nachdem Anwältin Helga Nachtigall die Polizei über das fingierte Alibi des dringend Tatverdächtigen Klaus Bohle informiert hat, hat Kriminalkommissarin Melanie Spratte sofort bei Gericht einen Durchsuchungsbeschluss für die gemeinsame Wohnung von Klaus Bohle und seiner Freundin Susi beantragt. Noch am gleichen Tag nehmen die Beamten jedes Zimmer genau unter die Lupe.
Sie hoffen hier Hinweise auf den brutalen Raubüberfall und die mysteriöse Verkaufsanzeige im Internet zu finden. Ich weiß gar nicht, was die ganze Scheiße hier soll. Ja? Ich bin unschuldig, ich habe nichts gemacht. Ja, nur stecken Sie das mal weg, das ist schon in Ordnung. Ja, was denn? Herr Bohle, ich gebe Ihnen leider recht. Wir haben also zurzeit nichts gefunden, was irgendwie mit dem Überfall in Zusammenhang stehen könnte. Also weder eine Sturmhaube noch eine Waffe oder die Beute oder ähnliches. Aber den Laptop werden wir auf jeden Fall mitnehmen, um ihn noch mal kriminaltechnisch untersuchen zu lassen. Ja, viel Spaß dabei. Den können Sie auch 10-mal untersuchen. Vielleicht finden Sie ja noch die Pizza im Laufwerk. Ja. Wir ermitteln zurzeit in alle Richtungen und schließlich Ihr Alibi war gelogen, Herr Bohle. Also, von daher machen Sie sich damit ja nicht unbedingt wirklich glaubwürdig. Mhm. Ja. Ja, ist klar. Kann ich jetzt wieder reingehen? Oder ja, wir sind hier soweit fertig. Ich würde mich dann bei Ihnen melden, wenn wir den Laptop untersucht haben. Und nicht ja, aber auch in einem Stück und nicht in 3, 4 Stücken. Selbstverständlich. Ja. Die können dann und wieder die Pizza rein. Dazu, bitte. Ja, nun kommt und, geht schon nicht kaputt. Ja, mein ja. Kollege wird dann auch gleich fertig sein. Ich komme dann gleich. Ja, ja, hoffen wir es mal hier. Toller Typ. Ja, also wie gesagt, Laptop werden wir noch mal überprüfen. Mhm. Aber ich habe im Moment so eher das Gefühl, dass die Spur irgendwie ins Leere verlaufen wird. Von daher heißt für uns, wir werden weiter in alle Richtungen ermitteln. Mhm. Natürlich auch in die Richtung Ihrer Mandantin. Oh gut, dann weiß ich Bescheid, habe ich zur Kenntnis genommen. Okay, weiß Alles ich. Alles klar. Okay, ja, tschüss. Schönen Dank. Ja, ja danke tschüss. Auch. Tschüss. So, diese Hausdurchsuchung war natürlich nun auch für die Katz. Ich hoffe sehr, dass die Polizei wenigstens auf dem Laptop von Herrn Bohle irgendeinen Hinweis findet, der meine Mandantin entlastet. Denn schließlich haben sie jetzt auch noch auf dem Schirm. Also, das finde ich nicht so toll.